Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die macht das, wovon andere träumen. Gewinnt mal eben eine 500.000, reist ein bisschen um die Welt, schreibt einen Bestseller und ja, macht eigentlich das, wozu sie Lust hat. Herzlich willkommen, Maike Winnemuth. Dankeschön. Die Journalistin liebt Experimente und lässt die Öffentlichkeit in Weblogs an ihren Selbstversuchen teilhaben. Ein Jahr lang das gleiche Kleid tragen zum Beispiel oder eben in einem Jahr in 12 Metropolen dieser Welt leben. Wie das ist und wie das geht und wie es dazu kam, darüber reden wir heute. Mit Maike Winnemuth spreche ich über Vermögen, Vertrauen, über Vierbeiner und natürlich über das Leben in Deutschland. Die schönste Geschichte ist ja die, wie es alles losging. Mal geht mal eben zu Wer wird Millionär und gewinnt eine 500.000 Euro. Hm. War das ein Plan oder? Klar, ich habe immer so einen Plan. Oder einfach mal so beworben? Oder? Einfach mal beworben, klar. Also ich habe wie alle, oder viele glaube ich, mich von Anfang an beworben. Das Ding läuft ja schon 13 Jahre. Ja. Immer mal wieder angerufen, nie durchgekommen oder nie zurückgerufen. Aber dran geblieben. Ja, dran geblieben und es immer mal wieder probiert. Dann aber auch jahrelang nicht, weil ich dachte, ach, RTL werde ich jetzt doch nicht diese Telefongebühren in Rachen schmeißen. Und dann habe ich es mal wieder probiert aus Spaß und zwar diesmal online. Und da ging es dann sofort auf einen Schlag, ja. Wie lautet der zoologische Name der Brillenschlange? Naja. Das Stimmt. war die Millionenfrage, an der ich gescheitert die bin. Millionen gewesen. Ja. Die Wahl war zwischen naja, aha, so und oje. Ich habe kurz über oje nachgedacht, ja. Weil ich dachte, es könne was mit Spanisch, ojos, Auge. Oh. Ja. Echt super intelligent, aber ich habe es dann doch gelassen. Es war mir ein bisschen zu riskant, da jetzt die ganze Kohle draufzusetzen. So, und dann, ich zitiere, das Hirn ist Matsch, der Magen ein Knoten. Ich schwanke zwischen angestrengter Coolness, hysterischem Gekicher und stummem Kopfschütteln. Mhm. Das war der Moment, als dann feststand, die 500.000 wird fließen. Ja, das Gefühl danach, das ist wirklich unbeschreiblich. Also man ist ja noch relativ selten mal in so einer Situation. Man kann ist das Glück? Nee, eben nicht. Es ist Überforderung. Es ist wirklich blanke, reine Überforderung. Man hat überhaupt keine Ahnung, wie man sich jetzt zu fühlen hat. Ne? Also ja. Es denkt einfach nur Hilfe. Da passiert offensichtlich irgendwas Großes, aber man kann es noch nicht einsortieren. Das ist wirklich abenteuerlich. Es hat ein paar Tage gebraucht, ehrlich gesagt. Das Interessante ist ja, auf einmal hat man so viel Geld. Relativiert das Besitz auf einmal, denkt man sich, oh, jetzt ist es egal, jetzt habe ich es geschafft, jetzt klein Häuschen. Naja, also ich bin ja ein sehr rational denkender Mensch und ich weiß, von 500.000 kann man sich jetzt noch nicht zur Ruhe setzen und sagen, Yippie, Hängematte, ab jetzt nichts mehr. Ne? Aber es ist natürlich ein Gefühl von Sicherheitsnetz und von wahnsinnig viel kann mir nicht passieren. Ich habe jetzt ein paar Schüsse frei. Das dachte ich schon. Und wenn ich sage Sicherheitsnetz, wichtiger für mich war in diesem Fall eher das Gefühl Trampolin. Es gibt mir die Möglichkeit, jetzt das zu benutzen, um damit irgendwas zu machen, irgendwo hinzuspringen, das als Startkapital zu nehmen, als Abschussrampe. Das war dann der Beginn von dem einen Jahr Aussteigen. Ja, ich habe schon während der Sendung bei Jauch, als er fragte, er stellt ja jedem die berühmte Frage, was würden Sie denn machen, wenn? Ja. Die meisten sagen, das Häuschen abbezahlen. Und ich habe da schon gesagt, ich würde gern ein Jahr lang jeden Monat in einer anderen Stadt wohnen. Und zwar eine Stadt, die mir bislang immer entgangen ist, die ich gern noch kennenlernen möchte. War immer so ein Wunschtraum? Ja. Oder so eine plötzliche Eingebung? Ich mag Städte wahnsinnig gerne. Also ich mag Menschen wahnsinnig gerne. Wie viel lieber als Gletscher und Bergwiesen. Und deshalb war für mich immer klar, dass ich in Städte wollte, um dort Leute kennenzulernen und andere Lebensweisen kennenzulernen. Aber einfach nur leben. Ne? Einfach nur jetzt leben. Nicht Erwerbsleben, sondern Dasein. Ja, das war noch gar nicht gedacht. Ich dachte, ein Jahr machen können, was ich will. Ich wusste noch gar nicht, was ich machen will. Ich dachte, das ergibt sich dann schon. Ist jetzt nicht so typisch deutsch, ne? Nee, vermutlich nicht. Also ich glaube, oh herrlich, lassen Sie uns in die Klischeekiste greifen. Bitte? Aber ich glaube, das Deutsche ist schon eher das Planen. Ja? Also genau vorher Bescheid wissen, was einem widerfährt, auch im Urlaub, auch in 3 Wochen. Möglichst schon mal jeden Tag so grob durchstrukturiert zu haben. Und dann Zeitplan. Zum Beispiel, ne? Ja. Und dann sozusagen seine eigenen To-Do-Liste hinterher zu reisen und die dann unterwegs nur noch abzuhaken. Mhm. Das ist nicht so meins, weil ich weiß, dass einem dann nichts mehr passiert. Also, dass einem keine Überraschungen passieren. Will man ja auch nicht, ne? Wenn man das so durchplant. Ein Mann, typisch deutsch ist vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Also, ich mag es sehr gern und ich finde das auch genau
das Reizvolle am Fremden und am anderen, dass man überhaupt keine Ahnung hat, was einem da widerfährt. Aber man muss angstfrei, schmerzfrei, offen, ja, risikobereit. Das sind also große Wörter, aber das ist ja gar nicht so irre anstrengend, wenn man muss neugierig sein. Lassen Sie uns bei Neugier bleiben. Das klingt so einfach. Ich kenne so viele Menschen, die dieses Buch gelesen haben und haben gesagt, boah, das würde ich auch mal gerne. Ja, dann schon klar, dann sagt Maike Venudia, mach doch einfach. Denn man tau, aber tatsächlich machen es natürlich nur die allerwenigsten, weil man ja ein sicherheitsbewusster Deutscher ist. Was hat Maike Venudia, was ich nicht habe? Also zunächst mal hatte ich das Riesenglück, gerade nicht in irgendwelchen festen Verhältnissen, sowohl Arbeitsverhältnisse wie auch Liebesverhältnisse wie sonst was zu stecken. Ich war wirklich frei in relative dem Sinne. Relative Unabhängigkeit. Relative und ziemliche Unabhängigkeit. Da hockte kein Kerl, der irgendwie maulen konnte. Hätte der Sie davon abgehalten? Vielleicht, oder zumindest hätte er die Reise anders gemacht. Er wäre vielleicht für einen Teil der Reise mitgekommen. Und den anderen Teil der Reise hätte ich mich dann nach Deutschland gesehnt, vermutlich. Ja, ja. Also aber es wäre schon anders gewesen. Kerl, den wird man ja auch gerne mal. Den wäre man gerne mal für ein Jahr los, das stimmt auch wieder, ja. Also das war toll. Ich hatte eigentlich die idealen Startbedingungen, die haben ja auch nicht alle. Jetzt mal von der Kohle abgesehen, das ist das eine. Aber die Freiheit, losziehen zu können, das hatte ich auch schon vorher tatsächlich. Aber die Leute denken ja, oh, meine Freunde, meine Wohnung, mein vertrauter Kiez, mein Sportverein, meine Fitnessclub-Mitgliedschaft und so. Das ist ja alles, das geht ja alles gar nicht. Wieso? Es ist ja immer noch alles da, wenn man so. Das Interessante ist, in diesem Buch steht, und zwar sehr konkret, das geht alles. Das geht sehr gut. Man kann aus fast allem raus für ein Jahr und es ist auch gar nicht schlimm. Nee, überhaupt nicht schlimm. Es ist erstens noch alles da, wenn man zurückkommt. Der Fitnessclub steht höchstwahrscheinlich noch und ist nicht abgefackelt. Und riecht noch genauso. Jo, und die... Genau. Die Freunde sind noch da und die sind ja auch während des Jahres da. Also heutzutage ist Reisen ja nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, wo man dann wirklich spurlos verschwand, sondern ich war weiterhin in Kontakt per Skype oder per E-Mail mit denen. Das heißt, in einem virtuellen Bein immer noch in Deutschland. Aber es sortiert sich was bei den Freunden, ne? Ja, schon. Also so einiges fällt so weg. Und schadet durch. Auch nichts. Das blaue Kleid war auch so ein Ding. Jetzt mal ehrlich, man kann doch nicht 365 Tage ein und dasselbe Kleid tragen. Doch, man kann, habe ich ja bewiesen. Also ich hatte drei identische Exemplare, muss ich dazu sagen. Ja, war auch mal in der Wäsche. Ne? Ich wollte gerade sagen, Hygienefrage haben wir damit geklärt. Ja, ja, das wäre wirklich aber absolut identisch. Absolut identisch, dreimal total dasselbe Modell. Und zwei waren halt gerade immer in Wäsche. Was macht das mit einem? Es sortiert einen unglaublich und es befreit einen auch, empfand ich zumindest. Ich dachte, ich muss mir ein Jahr lang keine Gedanken machen, was ich anziehe. Wobei, stimmt nicht ganz, weil ich hatte den Ehrgeiz, jeden Tag anders auszusehen. Immer in demselben Kleid, aber durch andere Accessoires jedes Mal anders. Das ging nach einiger Zeit hervorragend, weil das war so ein Webprojekt auch. Das war sehr populär und mir haben dann Leute, wildfremde Frauen, Accessoires zum Spielen geschickt. Groschen. Ja, Schals, Gürtel und so hier, damit du was zum Spielen hast. Eine wildfremde Frau aus München hatte mich angemeldet, hat gesagt, komm doch einfach mal vorbei und bedien dich an meinem Kleiderschrank. Kannst du was mitnehmen? Wir haben erstmal lustig eine Flasche Wein getrunken und dann sind wir in ihren Kleiderschrank gegangen. Und ich nahm mir dann so ein paar Sachen mit, die ich mir ausgeliehen habe und dann brachte ich sie wieder zurück. Also auch aus so einem Projekt sind tolle Begegnungen entstanden. Das fand ich daran wiederum auch sehr, sehr spannend. Kommt man auf so eine Idee? Was ist vorgefallen im Leben? Was ist schiefgegangen? Was ist schiefgegangen? Wo ist die frühkindliche Störung, Frau Venemuth? Irgendwas muss doch davon. Ich finde es toll. Alle finden es toll, aber keiner macht's. Ja, aber die Idee, also ich empfand nicht nur meinen Beruf als Journalistin, sondern eigentlich mein Leben immer als eine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Mhm. Als Journalist kann man das ja. Man kann seine Nase ungefragt in ganz viele Dinge reinstecken und andere Lebensformen kennenlernen dadurch. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Also ich war immer der Meinung, ich möchte möglichst viel kennenlernen, mich in möglichst viele Situationen begeben, um dann irgendwas zu kapieren. Und das war eine in diesem Fall selbst gewählte Situation. Es gab ein Vorbild, eine amerikanische Künstlerin, die das mal für ein halbes Jahr gemacht hat. Mhm. Fand ich super. Ich habe was drüber gelesen und dachte, Mensch, das wäre doch eigentlich mal... Aber die Journalistin in Ihnen kenne ich ja. Das ist ja dieses Untier, was in uns wütet.
wir wollen das ja dann auch nach draußen transportieren. Wir machen einen Blog draus oder eine Kolumne oder irgendwelche YouTube-Filmchen oder sowas. Würden Sie das auch ohne Resonanz machen, ohne Öffentlichkeit, einfach nur so für sich? Also ich habe ganz viele meiner Selbstversuche gemacht, ohne was drüber zu schreiben. Also ich habe viele Sachen gemacht, ausprobiert, über die ich dann nichts publiziert habe. Blödes Beispiel, ein Jahr lang mal von dem Hartz-IV-Satz leben, mal sehen, wie sich das anfühlt, von 345 Euro klarzukommen. Echt? Ja, davon habe ich nichts geschrieben, ich habe das nur gemacht. Es geht, aber ich mit hohen, wirklich unglaublich hohen Einschränkungen, also da erzähle ich nichts Neues, das ist ja gar nicht so lächerlich, aber es war gut, das am eigenen Leib mal zu erleben. Ja, aber es geht mit beschissenen Gefühlen. Also ich konnte nicht mit Freunden abends essen gehen, sondern musste mich manchmal einladen lassen, was ich hasse wie die Pest, jemandem was schuldig zu sein. Ich habe viel über mich gelernt. Aber das tägliche Budget ist danach wahrscheinlich deutlich überschaubarer, danach, oder? Man geht man, ganz anders mit Geld um. Ja, natürlich, klar. Man weiß es zu schätzen. Wie war das auf diesen Reisen? Halbe Million, super toll, ein Jahr, mal kurz. Muss man das versteuern, diese 500.000? Das heißt, man hat mal schlanke 40.000 jeden Monat, wenn ich das so rechne. Ist ja ganz fürstlich. Also schön in den Fünf-Sterne-Tempel und hier zack, zack, Shampoos. Nee, das war, so könnte man denken, ne? Aber ich wollte erstens nicht diese 500.000 verballern, sondern ganz normales Leben führen. Also meine Idee war, in diesen Städten mich zu fühlen wie eine Einheimische. Ich habe mir möblierte Wohnungen gemietet in den Städten. So, geht das so Das einfach? Geht ganz gut. Es gibt verschiedene Online-Plattformen, Airbnb, sabbaticalhomes.com, wo man ganz tolle Wohnungen findet. Und dann, ich wollte einfach das Gefühl des Alltags haben. Ich wollte mir was im Supermarkt einkaufen, abends in die Pfanne was hauen und so ein entspanntes Leben. Also auch mal allein sein. Auch das, nicht immer ausgehen. Ich wollte einfach das Gefühl haben, ich lebe hier für einen Monat. Wie ist das so? Was kriegt man eigentlich im Supermarkt? Was kauft man im Markt ein? Einsamkeit? Selten, weil ich habe mich noch nie in meinem Leben so wenig allein gefühlt wie in diesem Jahr, obwohl ich allein unterwegs war. Man lernt ohne Probleme, gerade wenn man allein ist, Leute kennen, weil ich den Eindruck habe, wenn man allein reist, ist man so aufgeschlossen, so zugänglich wie überhaupt sonst nie im Leben. Normalerweise, wenn man zu zweit reist oder in der Familie, ist man so in so einer kleinen Blase. Man hat jemanden zum Schwatzen. Man kann sagen, guck mal, Liebling, der Sonnenuntergang. Und ist gar nicht so sehr genötigt, Kontakt zu anderen Leuten aufzunehmen. Ich hingegen musste, wenn ich nicht allein sein wollte, was ich nicht, manchmal wollte ich es oft, aber nicht, musste Kontakt aufnehmen. Das ging sehr, sehr, sehr gut, wirklich. Sicherheit als Frau alleine problemlos. In der großen, weiten Welt? Also erstens, ich bin 1,83 und nicht das klassische Opfer. Und zweitens, ich habe eher den Eindruck, man hat als alleinreisende Frau Vorteile, weil viele Leute protektiv sind. Die passen auf einen auf, fühlen sich zuständig. Und ich habe eher den Eindruck, dass sich mir als Frau leichter die Türen öffnen als einem alleinreisenden Mann, wo man erst mal denkt, ich glaube nicht. Mhm. 29. Mai 2011, der Tag, an dem ich zum ersten Mal eine Heimat wollte. Wir befinden uns auf Honolulu oder in Honolulu. In Honolulu auf Hawaii, ausgerechnet in Hawaii ein Heimweh-Attacke zu haben, ist furchtbar. Magnum lustig. Kam nicht vorbei und hat sie auf ein Schirmchen getränkt. Und Higgins auch nicht. Und Castor und Pollux. Gut, okay, wir haben unsere Serienfähigkeit bewiesen. Was war passiert? Nichts ist passiert. Ich bin morgens am Strand spazieren gegangen. Jeden Morgen in Hawaii. Jetzt schon gut. Ich höre auf. Ja. Und sah einen Mann dort stehen mit seinem Hund und hatte auf einmal so ein Flash und dachte, Mensch, der geht jeden Tag mit seinem Hund hier spazieren. Er geht jetzt nach Hause und frühstückt im Garten und abends geht er wieder mit seinem Hund hierher und der hat ein Leben. Ja? Und sagt, Schatz, der Sonnenuntergang der ist hat toll. Ein richtiges Leben und ich bin irgendwie nur so auf der Durchreise. Ich hatte auf einmal das Bedürfnis, irgendwo hingehören zu wollen. Das war ganz, ganz heftig. Also so ein Zugehörigkeitsgefühl-Bedürfnis. Und wo wollten Sie egal. Hingehören? Irgendwo. Deutschland? Muss Hamburg? Nicht, muss zurück? Gar, Freunde? Muss gar nicht Deutschland überhaupt sein. Irgendwo hingehören? Irgendwo hin, ja. Irgendwo einrasten, irgendwo zugehörig mich wie fühlen. Wie löst ja. man das dann? Indem man nach Hause fährt, eine Flasche Wein trinkt und... Der Klassiker. Nein, ich dachte, das ist auch nur so eine Phase, das geht vorbei. Das ist normal bei einer so langen Reise. Wenn man ein Jahr unterwegs ist, hat man mindestens einmal, eher fünfmal Heimweh und denkt, ich möchte jetzt aber... mal wieder zur Ruhe kommen. War es denn an dem Punkt, wo Sie gesagt haben, so jetzt breche ich ab, jetzt fahre ich wirklich? Nie. So stark war es noch nie. Ich war nie an dem Punkt, wo ich abbrechen wollte. Überhaupt hat sich Ihr Deutschlandbild verändert? Ja, ich habe es lieb gewonnen. Also wenn man in Städten wie Mumbai ist oder Addis Abeba in Äthiopien,
dann denkt man mit sehr viel Zärtlichkeit an die Heimat und denkt auf einmal, was für ein unverdientes Glück in einem der heilsten, reichsten, entspanntesten, geordnetsten, entspannt ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man Mumbai sieht, weiß man, was ich meine, geordneten Länder der Welt geboren zu sein. Das so ist ja eine schlecht Gnade. Ist die Deutsche Bahn gar nicht. Im Vergleich zur indischen ist sie fantastisch. Ja. Also es ist auf einmal so, so ein seltsames Gefühl von Glück gehabt und Gnade geradezu. Die Gnade der richtigen Geburt. Das klingt blöd, aber das hat man, wenn man in solchen Ländern ist, glaube ich, ganz, ganz automatisch. Ja, und sie schreibt und sie hat zu Israel bzw. Tel Aviv geschrieben. Mit keinem anderen Ort hatte ich schon vorher so viele verschiedene Emotionen verbunden. Neugier, Angst, Demut, Bewunderung, Verständnislosigkeit, Schuld. Bei der Einreise und in den ersten Tagen war ich zum ersten Mal wirklich nervös. Überhaupt nicht wegen der Gefahren, sondern weil ich Deutsche bin. Wie muss man sich das vorstellen? Man kommt als Deutsche zum ersten Mal? Ja, zum ersten Mal. Nach Israel? Mhm. Da kann man nicht einfach so hinfahren. Nee, fand ich. Also ich hatte gar keine Ahnung, was mich da erwartet, ehrlicherweise. Also wie wird man da empfangen? Wie wird man da komisch angeguckt, wenn man sich als Deutsche outet? Ich habe früher das immer gerne gemacht, als Deutschland noch weniger hoch im Kurs war, dass ich Schwedin oder sowas gespielt oder habe. Oder Europäer. Schwedin oder Finnin. Ich komme ja ganz gut durch mit meiner Haarfarbe. Das habe ich jetzt gelassen und es war auch gut so, weil ich, also alle Befürchtungen haben sich überhaupt nicht bewahrheitet, im Gegenteil. Also mir wurde sehr oft gesagt, die Deutschen sind unsere Freunde, sind einige der wenigen Freunde, die wir in der Welt haben. Aber das ist ja emotional fast nicht leichter. Nein, natürlich nicht. Also man erwartet ja jetzt erstmal Vorwürfe oder ist überhaupt nicht der Fall. Schräge Blicke gar nicht. Oder sowas. Also ich hatte einmal so ein etwas mulmiges Gefühl, als ich bei einem älteren Weinhändler, der sicher in den 80ern war, also Rauschebart und so, Wein kaufte, auf Englisch bestellte in einer Weinhandlung. Er guckte mich an und antwortete auf Deutsch. Mhm. Und da dachte ich kurz, mieses Gefühl. Aber ich finde es sehr gut, solche Gefühle zu erleben und damit klarzukommen. Haben Sie denn mit Israelis über Shoah, Nazizeit geredet? Oder? Ich habe eher über heutige Themen geredet. Ich habe eine Frau getroffen, eine Deutsche, die mit einem Israeli verheiratet waren. Und die hat mich eingeladen zu sich nach Haus, was mich völlig schockiert. Die haben ein ganz normales Einfamilienhaus. Und Bauvorschrift dort ist, einen Luftschutzkeller einzurichten. Das jedes Haus? Wie jedes Haus. Jedes Haus, das gebaut wird, muss einen Luftschutzbunker haben. Der Mann war Sommelier, der hat da seine Weinsammlung drin gehabt. Aber die Vorstellung, dass das Bauvorschrift ist, in Deutschland wäre das Satteldach oder sowas. Aber da ist es halt was anderes, was wichtig ist. Also wir haben sehr über die aktuelle Situation geredet. Darüber, sie sagte, sie würde ihren Sohn niemals im Bus fahren lassen. Das ist ihr zu gefährlich. Wer weiß. Einen ganz normalen. Ganz normalen Linienbus. Das fand sie zu gefährlich. Lieber hat sie ihn in die Schule gefahren. Und sich vorzustellen, unter den Umständen zu leben und das sozusagen täglich mit in die Lebensweise, ins Lebensdenken einzubeziehen, fand ich irre. Also ich hatte große Mühe, das nachzuempfinden, wie sich das anfühlen muss. Vielleicht ein bisschen sehr spekulativ nach 4 Wochen Tel Aviv, aber gibt es das Projekt Israel noch die nächsten 20, 30 Jahre? Oh, hören Sie auf. Also das dürfen Sie mich nicht fragen. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ich stelle mir das so brutal vor, da zu leben. Leute scheinen ja auch durchaus ins Ausland abzuwandern. Ja, gleichzeitig ist es eine sehr lebenslustige Stadt, also fast schon eine Partymetropole. Ne? Blöder Satz von Tanz auf dem Vulkan, das ist doof, aber ich habe selten eine so entspannte, feierfreudige, hedonistische Stadt erlebt wie Tel Aviv mit übrigens sagenhaft gut aussehenden Menschen. Die sind alle verdammt schön dort. Und man merkt es nicht. Man sitzt dort am Strand und denkt, ja, könnte auch in, weiß ich nicht, Südküste Spanien sein. Und dieser komische Widerspruch als Deutsche mit der deutschen Vergangenheit und der aktuellen Nahostpolitik, traut man sich da überhaupt ein Urteil oder hält man lieber die Klappe? Ich halte tendenziell immer die Klappe, finde ich. Also ich war nicht dahin gegangen, um irgendjemandem zu sagen, wie sie es zu finden haben oder wie mein Urteil ist. Also ich fühle mich immer als Gast und mach die Augen und die Ohren weit auf und versuche, mir einen Eindruck zu verschaffen, aber ganz gewiss nicht irgendein Urteil zu fällen.
Israel ist ja durchaus ein sehr religiöses Land. Religion spielt eine große Rolle. Hat das bei Ihnen auch irgendwas ausgelöst? Irgendwas Spirituelles? Tel Aviv ist überhaupt nicht sehr religiös, im Gegenteil, sehr säkular. Jerusalem hingegen, nur 50 Kilometer entfernt. Man fährt da einfach mit so einem Chirutz und einem Taxibus hin, ohne Probleme. Ist was völlig anderes. Also in Jerusalem merkt man es an jedem Stein, habe ich den Eindruck. Also das, ich war sehr fassungslos. Ich bin einmal aus Spaß, also die Via Dolorosa entlang gewandert. Wir wollten jetzt aber nicht Jesus werden. Gibt's ja nicht dieses... Das gibt es. Es gibt wirklich irre Leute, die dort eine Psychose entwickeln, dass sie glauben, Jesus zu sein. Was man dort machen kann bei der Via Dolorosa, allen Ernstes, es gibt Leihkreuze, die man auf dem Rücken diesen Kreuzweg schleppen kann, und sogar Leihdornenkronen, die man sich aufsetzen kann für den Fall, dass sie noch nichts vorhaben in ihrem Herbsturlaub. Kann ich aber das sehr jeder nur ein Kreuz, wie es jeder nur ein Kreuz heißt. Die drei Top-Städte, wenn ich nur drei Monate Zeit habe, wo muss ich hin? Ach, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich Oder Äthiopien hat Sie überrascht. Ich liebte Äthiopien sehr, also speziell Nordäthiopien. Addis, die Hauptstadt, ist wie jede afrikanische Stadt eine Mischung aus Wellblechhütten, Staub und postmodernen chinesischen Klotzbauten. Aber wenn man ins Landesinnere fährt oder in den Norden, wie ich das getan habe, da ist es dann wirklich auf einmal da weht einen so ein Hauch alttestamentarische Geschichte an. Dieses Land scheint sich nicht verändert zu haben in den letzten 2000 Jahren. Und da wandern Weißgekleidete über Felder, dass man denkt, wo ist der Kameramann, der gerade den Bibelfilm dreht? Das ist wirklich unglaublich. Sehr schön, die Landschaft ist fantastisch, die Leute sind freundlich. Und es hat mich sehr ergriffen da oben, ja. Kurz mal aufs Konto, ganz pragmatisch. Sie kamen zurück nach einem Jahr und die halbe Million war futsch. Immer noch eine halbe Million. Ach komm, weil... Weil ich als Journalistin weitergearbeitet habe, das geht ja problemlos von unterwegs aus. Aber nicht jetzt acht Stunden. Gar nicht, sondern so nebenbei ein paar Aufträge hier, ein paar Kolumnen da. Also es kam mir gar nicht wie Arbeit vor. Es kam mir eher vor wie was wir so machen als Journalist. Ja, klar. Nee, tatsächlich. Also dadurch, dass die Arbeit kein Zwang mehr ist, kein Thron mehr ist, wird sie zu was völlig anderem, nämlich zu einem wirklichen Vergnügen. Das klingt jetzt wirklich merkwürdig, wenn ich das sage. Und die Texte werden besser. Die Texte werden besser, entspannter, weil... Darauf liegt nicht mehr der ganze Fokus. Das ist nicht mehr das Zentrum meines Denkens. Sondern ich habe es nebenbei gemacht und habe mir nebenbei also so viel Geld verdient, wie ich ausgegeben habe für die hätte Reise. Auch so plus, minus, null. Ich hätte es jederzeit machen können. Unfassbar. Das war für mich das Aha-Erlebnis. Schlüsselerfahrung. Ja. Diese beiden Damen sind einfach sind ganz bezaubernd. Was hat nun Maike Winnemuth mit Oma und Bella zu tun? Gar nicht viel. Die Regisseurin Alexa Karolinski, die Enkelin von Oma, die den Film gedreht hat, die hat ihren Film per Crowdfunding finanziert. Das heißt, sie hat im Internet dazu aufgerufen, dass man möglichst sich beteiligt an dem Film, also Geld gibt. Die hat jeder. Und zwar, man konnte von 5 Euro bis unendlich Geld zusteuern, bekam auch was dafür. Also ich glaube, für 5 oder 10 Euro gab es ein Rezept von Oma und Bella. Für, ich glaube, 10 oder 20 Euro gab es ein Tütchen Keksen von denen gebacken. Ach, wie süß, das war wirklich süß. Das hat sie so schlau gemacht. Da gibt es immer Premierenkarten oder so, je nachdem, wie viel man DVD da bezahlt. DVD und Einladungen zur Filmpremiere und so weiter. Also da war immer was drin. Und ich habe 2500 Euro gegeben, weil ich das einfach ein tolles Projekt fand. Ich fand die Idee wunderbar. Und ich bin jetzt Associate Producer und stehe im Abspann. Aber dann habe ich das auch weg. Mal gemacht. Ich meine, das Geld ist weg. Das Man kriegt es jetzt nicht wieder. Hat der Film denn funktioniert? Der hat sehr gut funktioniert. War der wirtschaftlich erfolgreich? Ja, er war erfolgreich. Der war auf ganz vielen Festivals gelaufen. Ich glaube, weltweit gelaufen in Kinos. Das war wirklich ziemlich fantastisch. Das hat mich so gefreut, mit meiner Kohle dann anderen Projekten ein bisschen aufs Pferd zu helfen. Auch das ist wenn super. Sie weg ist. Aber ist doch rein theoretisch auch ein guter Ansatz für die nächste Winnemuth-Tour. Ich meine, Sie haben so viele Fans mit Ihrem Blog auch erreicht. Leute, die einfach geguckt haben, wo ist sie gerade, was macht sie, die Sie irgendwo hingeschickt haben. Könnten Sie jetzt ein Jahr crowdfunden? Sagen, hey Leute, überweist mir mal einen 20er, ich möchte mal wieder nach Honolulu. Ich brauche es ja nicht. Also ich finde besser das Geld dort angelegt. Ja. Aber funktionieren. Könnte funktionieren. Also wenn ich es darauf anlegen würde, ich könnte mir vorstellen, dass dass mich Leute unterstützen würden, Aber ich brauche es ja nicht. War das Ihr einziges Projekt, Oma und Bella, oder sind Sie Crowdfunderin? Es müssen noch ein paar andere sein. Ich bin Bienenpatin in Bamberg zum Beispiel. Ich habe jetzt einen eigenen Stock und kriege Honig. Bienenpatin? Bienen.
Bienenstockpate. Also bei einem Imker, haben Sie so ein Bienenvolk, das Sie unterhalten? Nee, das ist so ein Schulprojekt. Die wollen junge Leute, Kinder zur Imkerei bringen, weil Bienen ja aussterben, wie Sie wissen, eine eigene Sendung. Nein, weiß ich nicht, aber okay. Ja, also wegen der Pestizide? Ja. Oder? Okay. Das ist ein Riesenproblem und das Problem ist eins der Landwirtschaft, weil viele Dinge einfach nicht befruchtet werden können ohne Bienen. Und Bienen müssen wirklich verzweifelt am Leben gehalten werden. Genau, gerade in Bamberg. Nicht nur in Bamberg, überall, aber und auch in Bamberg. Die schicken dann alle Vierteljahr ein Glas Honig. Wir werden sehen, noch habe ich keins, aber ich warte drauf. Ich würde es demnächst mal besuchen. Ich möchte aber alle Crowdfunding-Projekte von Maike Winnemuth wissen. Da scheint ja noch was zu schlummern. Ach, da ist noch einiges. Also, ja. Soweit ich weiß, steht dieser Bienenstock im Garten der stellvertretenden Stadtbüchereileiterin von Bamberg. Die muss ich irgendwann mal besuchen. Ich finde es lustig, also auf diese Weise wieder einen Anlaufpunkt zu haben. Ich war in den Sommerferien in Bamberg, muss sagen, ich hätte jetzt nicht viel erwartet. Ein bezauberndes Städtchen. Bamberg wirklich. Ist auch auf der Liste im nächsten Jahr, ja. Im nächsten Jahr, da reden wir nachher noch drüber, 12 deutsche Städte. Genau. Womöglich der größere Hammer. Jetzt läuft die Steuermarke gerade weg. Fiete hat natürlich eine Steuermarke, natürlich. Ein ordentlicher, typisch deutscher Hund. Er winselt da draußen vor der Studiotür, möchte zu Ihnen, er ist 4 Monate alt, er vermisst Sie. Wir haben uns darüber unterhalten, wie toll es ist, unabhängig zu sein. Ja. Jetzt legt sich Maike Winnemuth einen Hund zu. Ja, unfassbar, ne? Wie konnte es dazu kommen? Der Hund macht mich in der Tat etwas weniger unabhängig, zugegeben. Aber der wird mich begleiten bei meinen nächsten Projekten und Abenteuern. Ich habe mir fürs nächste Jahr zum Beispiel... Ein Experimentierhund. Ja, der macht einiges mit. Der geht jetzt schon mit zu Lesungen. Der liegt da ganz dekorativ vor mir auf dem Podium und macht mir natürlich... steht mir die Schau, ist klar. Und nächstes Jahr mache ich ja noch mal so eine Runde. 12 Monate in 12 kleinen deutschen Städten. Und da kann kleine Fiete, deutsche kleine, Städte. Da kann Fiete sehr gut mit. Aber nicht nur so Romantikstädtchen, sondern darf auch mal... Bielefeld, Ruhrport ist auch dabei. Meine Heimatstadt Neumünster. Mhm. Nicht gerade der Inbegriff der Perlen, der Romantik. Der Deutsch, ja. Und ansonsten... Duisburg? Vielleicht, also irgendwas im Ruhrpott muss es auf jeden Fall sein. Also steht noch nicht so ganz fest. Ich habe mich, was die Ruhrpott-Städte betrifft, noch nicht so festgelegt, aber ich nehme gerne noch Empfehlungen entgegen. In jeder dieser Städte wird über Hundedreck diskutiert, eine Debatte, der keinen Hundebesitzer entkommt. Mhm. Hier in Berlin sind wir da besonders liberal. In Hamburg ist natürlich alles viel besser. Natürlich, wie immer. Aber wenn man alle diese Tonnen zusammenrechnet, ist schon ganz schön viel. Ne? Rennen Sie mit so einem Tütchen? Natürlich, immer in meiner Tasche. Nur jetzt gerade nicht. Weil ich es der Assistentin gegeben habe, die jetzt mit Fiete draußen um den Block geht. Ja, warum funktioniert das nicht? Das weiß ich nicht. Also es funktioniert in einigen Städten anscheinend nicht. In Hamburg funktioniert es, glaube ich, weil diese Gassibeutel, diese Schietbüdel ausgegeben werden für lau. Also man kann sie in jeder, es gibt verschiedene Parks, wo man sich die ziehen kann, aber man kann sie in jeder Hundehandlung einfach kriegen, so stapelweise. Und das, glaube ich, nehmen die Leute dann auch einfach. Man muss also nicht so eine olle C&A-Tüte nehmen, sondern man hat einfach schon so... Bis die voll ist, da ist man auch lange unterwegs. So, und jetzt geht Maike Winnemuth, eine erwachsene, kluge Frau, vernunftbegabt, in die Welpenspielgruppe. Ja, das ist ja schlimmer als PKIP. Es ist wie Kindergarten für Hunde, es ist Sozialisierung. Man guckt zu, man freut sich heimlich, wenn der eigene Hund irgendeinen blöden Golden Doodle vermöbelt. Das finde ich ganz toll. Also Sie sind, so haben auch so einen Kampfhund-Gen in sich. Ach, er ist ein Terrier und ich habe ihn mir nicht zufällig ausgesucht. Also ich finde schon so einen kleinen verzärtelten Modehund, der soll mal ordentlich in Matsch geschmissen werden. Das finde ich schon. Ich werde mir jetzt gerade, glaube ich, keine Freunde machen unter dem. Doch, doch. Ja, bei Ihnen vielleicht. Ja, unbedingt. Aber ist das typisch deutsch, dass wir zwischen, es ist so wie Raucher und Nichtraucher oder katholisch und evangelisch, Hundebesitzer, Nicht-Hundebesitzer. Ja. Man braucht, glaube ich, immer so ein ordentliches Feindbild, oder? Ich bin nicht frei davon. Ja, vielleicht braucht man das oder da sind wir auch bei dem Thema, das wir vorhin schon am Wickel hatten, Zugehörigkeit. Man muss sich vielleicht einer Gruppe zugehörig fühlen. Deutsch ist jetzt sehr groß, 80 Millionen. Da ist es dann einfacher, eine kleine Unterabteilung wie zum Beispiel Hundebesitzer oder Cabrio-Fahrer oder grüne Sockenträger oder anderes. Das ist Zufall, die hat mir mal eine Frau rausgelegt. Ja, deshalb sieht es auch so gut aus wahrscheinlich.
Aber wie kam es dazu, das mit dem Hund, so Kindheitstraum? Oder? Ja, ich wollte als Kind schon einen Hund. Meine Eltern haben mir einen Wellensittich gekauft. Das fand ich nur so mittelprickelnd. Und dann hat es Jahrzehnte gedauert, bis ich den Eindruck hatte, jetzt ist mein Leben hundekompatibel. Ich kann mich anständig um ihn kümmern. Ich sitze am Schreibtisch, ich gehe 6-mal am Tag raus, wenn er mich anguckt und auch, wenn er mich nicht anguckt. Ich habe 4 Kilo verloren in 6 Wochen, die ich ihn jetzt die schon habe. Die Hundediät. Die Hundediät, ernsthaft, die Fiete-Diät. Sensationelles. Den die Treppe rauf und runter tragen und ständig spazieren gehen. Er wird getragen, der Kleine. Er darf noch nicht Treppe gehen. Oh, verstehe, hat er auch so ein rotes Kissen mit so goldenen Troddeln? Hat er nicht, knirsch. Mir ist eins aufgefallen. Ohne Quatsch, wahnsinnig viele Hundebesitzer rauchen. Echt? Ich habe das Gefühl, dass das dann auch was mit dem Raucherkrieg in Deutschland zu tun hat. Ist das so? Wer rausgeht an die frische Luft, kann nicht nur dem Hund ein wenig Erleichterung verschaffen, sondern auch der eigenen Sucht. Also kann ein Berliner Phänomen das sein. Das ist ein Berliner Phänomen. Aber Kettenraucher und Hundebesitzer haben hohe Übereinstimmung. Und ich kenne den eher das Phänomen, dass es so kernige Naturtypen sind, die eher joggen. Mhm. Als, haben Sie schon andere Hundebesitzer kennengelernt? Jede Menge. Jetzt, auf der Hundewiese, das Tollste. Das ist wirklich Sozialstation. Es ist groß. Also ganz was toll. Was sind das für Menschen? Also da, wo ich wohne, in wie St. Du Georg. Und ich. Vom kernigen Boxerbesitzer, Schichtarbeiter, bis hin zur hochtupierten älteren Dame mit inzwischen dem 4. Pudel gleichen Namens. Alles dabei. Und ich finde genau das spannend. Das ist ein unglaubliches Spektrum an Leuten, die man da kennenlernt, die man wiederum auf anderem Wege kaum kennenlernen würde. Ich zumindest nicht. Das ist so ein Zutritt in eine neue Welt. Find's toll. Spannend. Ja. Man kann ja auch sagen, man muss ja auch nicht in jede fremde Welt jetzt eindringen. Doch, aber ich will doch in jede fremde Welt. Der Witz an der Sache, es gibt so viele fremde Welten im eigenen Land, das glaubt man immer gar nicht. Also was sich hier noch an unbekannten und abenteuerträchtigen Situationen und Ecken, ja. Aber jetzt mal ehrlich, es ist schon eine Freiheitseinschränkung, oder? So eine Geschichte wie 12 Städte der Welt hätte man mit Fiete nicht machen können. Hätte man nicht, das ist wahr. Also selbst mit größter Mühe, so mit Körbchen und allem. Wäre möglich, man hätte ihn in den Frachtraum eines Flugzeugs sperren können, aber wer will das? Impfen und Papiere. Aber das ist nicht so sehr ein Problem. Aber es wäre mühsamer gewesen, machbar wäre es gewesen, ja. Aber jetzt Deutschland, kein Problem. Easy. Einfach ganz leicht hinten ins Auto schmeißen und losfahren. Aber es wird ein Projekt, ne? Also mein Leben mit dem Hund. Dummerweise können Sie das jetzt nicht auf ein Jahr reduzieren, vermutlich. Nein, das ist ja das Tolle. Ja. Der bleibt jetzt erstmal 15 Jahre, wenn ich gut bin und es schaffe, ihn am Leben zu halten, bei mir. Das ist ja toll. Ein 15-jähriges Projekt. Hören Sie mal, Sie haben noch Kinder. Ich meine, es ist ja, nicht das ist so noch mehr anders. Als 15 Eben. Jahre. Ja, sind auch teurer. Und hören auch nicht so gut. Und machen genauso viel Schmutz. Der Fox Terrier als solcher wird charakterisiert wie? Einzelgänger. Er ist ein Einzeljäger, also für die Fuchsjagd ausgebildet. Das heißt, die gehen in die Bauten rein. In die Bauten rein. Haben jetzt nicht so den Jäger im Rücken, der sagt, hol mir die tote Ente aus dem Schilf, sondern der muss selbstständig Entscheidungen treffen, gehe ich jetzt nach links, nach rechts oder lasse ich es besser. Und das heißt, er ist ein sehr eigenständiger Kopf. Vielleicht habe ich deshalb diesen Hund, weil das hat natürlich auch Probleme mit sich. Der hört dann mal nicht, ne? Es sei denn, wenn er durch meine grandiose Erziehung gegangen ist. Aber ein unerschrockener, mutiger, lustiger, intelligenter, er ist wie ich. Ein Hund, wie ich. Schöner hätte man das nicht sagen können. Haben Sie zwischen verschiedenen Modellen, also standen welche zur Auswahl oder war gleich... Also Foxterrier muss man dazu sagen, so wie bei Tim und Struppi der, ne? Genau, das ist, nee, das ist Scotch. Nee, das ist tatsächlich ein Foxterrier, okay, bei Struppi. Hatten Sie noch andere zur Auswahl? So ein Schäferhund, so ein bisschen was Repräsentatives, Bernardiner, so. Nee, was Kleines, Kerniges, was nicht so verzerrtelt ist, sondern den man wirklich in Matsch schicken kann. Das finde ich gut. Ich habe ihn ja gesehen, die Größe ist okay. Sehen Sie? Also ich werde mein Hundebild dann auf die alten Tage vielleicht doch noch wäre das schön. Korrigieren. Wir kommen zu unserem knallharten typisch Deutschspiel. Zwei zur Auswahl. Sie entscheiden sich natürlich für einen. Hamburg oder Honolulu? Hamburg. Heimweh oder Fernweh? Es geht nicht ohne das eine geht nicht ohne das andere. Aber im Zweifel habe ich lieber Heimweh als Fernweh. Das Freiheit heißt, oder Sicherheit? Immer Freiheit. Wein oder Bier? Wein. Bayern oder Borussia Dortmund? Borussia Dortmund, ich bitte Sie. Spenden oder investieren? Spenden. Leine oder auch mal locker lassen? Locker, 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 locker. Ah ja, klar. Allein reisen oder zu zweit? Immer allein. Nicht immer, aber ganz oft.
Mann, ich wäre so gerne mal mit Ihnen gefahren. Ja, meine Damen und Herren, das war schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben gesprochen mit Maike Winnemuth über Herkunft, Heimat und Hunde. Wenn Sie eine Sendung verpasst haben, einfach mal ins Gästearchiv im Internet gucken. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.